und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Es dauert ja mal ein bisschen, bis ich ja, neue Aufnahmen gefilmt habe, um ein Food Diary zu schneiden. Deswegen kommt das ja nicht so häufig, aber ihr freut euch immer sehr. Ich hoffe auch, dass dieses Mal wieder Rezepte dabei sind, die euch inspirieren oder ja, euch einfach daran erinnern, vielleicht mal wieder euer Lieblingsgericht zu kochen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr doll. Diesmal sind alle Gerichte komplett vegetarisch oder vegan. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, ein Gericht mit Fleisch dabei. Wir ernähren uns auch hauptsächlich vegetarisch oder vegan, geben uns aber kein Label. Ich spreche da auch nicht so gerne drüber, weil ich denke, dass einfach jeder selbst entscheiden muss, wie er sich ernährt oder wie er sich grundsätzlich in der Welt verhält und sein Verhalten einfach reflektieren sollte. Niemand ist perfekt, aber jeder kann die Welt ein kleines bisschen besser machen mit unterschiedlichen Dingen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Bei uns gibt es heute Veggie Burger, stehen heute auf dem Plan. Und das hier ist der Deckel mit Salsa Soße, Avocado, Tomaten und das ist unterteilt mit Eisbergsalat, einem Ei, karamellisierten Zwiebeln und da kommt jetzt gleich noch unser Patty drauf. Der ist übrigens vegan und von Kaufland, von der Eigenmarke. Die brutzeln aber gerade noch hier in der Pfanne mit einem Stückchen Käse drauf und dann wird gleich alles zusammengekloppt. Wir haben jetzt hier heute Börek Sticks mit Feta und Spinat und auch ein bisschen Tomate haben wir noch reingemacht und dazu gibt es dann noch Kartoffelsalat. Wir haben heute das allererste Mal Ramen gemacht. Da sind halt die Mienudeln heißen die, glaube ich, ne? Mit Radieschen, veganem Hack, Champignons und Ei, was weich gekocht ist. Das Ganze halt in dieser typischen Brühe. Und ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird. Wir essen heute Quesadillas, aber nicht die, die wir so die letzten Male mal gemacht haben. Ihr könnt es schlecht sehen. Aber diese Vollkorn-Wraps hier, aus denen wir die Quesadillas gemacht haben, sind gefüllt mit einer Kartoffelfüllung. Und wie wir das gemacht haben, zeige ich euch jetzt. So sieht das Ganze dann von innen aus. Also der Vollkorn-Wrap ist einfach gefüllt mit Kartoffelpüree, mit Schnittlauch drin, Kräuter der Provence, die Zwiebeln und die Tomaten habe ich vorher noch karamellisiert. Das alles halt zusammengerührt zu einer Masse. Und zur Hälfte den Wrap damit belegt und jetzt kommt noch Überbackkäse drüber und dann wird es zusammengeklappt und in der Pfanne heiß gebacken. Wir haben jetzt hier heute Frischkäse-Wrap-Röllchen. Da ist außerdem noch Avocado und Thunfisch drin und Eisbergsalat. Also einfach den Wrap bestreichen, alles einrollen, fertig. Ist halt ein kaltes Gericht und gerade im Sommer lieben wir das, aber wir hatten jetzt auch wieder mal richtig Lust darauf. Wir haben heute Gemüsemaultaschen mit Salat dabei. Das sind so zum Teil Reste von gestern noch und mein Mann hat Kidneybohnen zu seinen Maultaschen für den Salat und ich habe Gurken, weil wir jeweils das andere nicht mögen. Wir haben heute selbstgemachte Süßkartoffelpommes. Dazu essen wir Falafel und dann habe ich noch eine Guacamole gemacht. Also die Guacamole ist eigentlich nur Avocado und Zitrone mit Gewürzen. Ja, und die Süßkartoffeln sind mit Gewürzen und ein bisschen Speisestärke, damit sie ein bisschen knuspriger werden. Wir haben hier heute angebratene Knödel und dazu habe ich so eine Art Jägersoße gemacht mit veganem Frikadellen von der Kaufland Eigenmarke. Dann sind da noch Erbsen drin, Zwiebeln und Champignons. Halt so eine Jäger-Rahmsoße. Heute steht Pizzasuppe auf dem Plan. Das ist im Prinzip ja eigentlich nur eine Tomatensuppe. Da ist das vegetarische oder das ist sogar vegane Hack, glaube ich, von Rügenwalder drin, Champignons, Paprika, Mais, Zwiebeln. Ja, und noch Schmelzkäse, was da diese kleinen weißen Pünktchen sind, die ihr überall sehen könnt. Und Mais ist auch noch drin. Super einfaches Rezept für 2 Tage. Wir lieben das. Ich hoffe wie immer, dass das Video für euch inspirierend war oder euch vielleicht sogar an euer Lieblingsgericht erinnert hat. Lasst uns gerne mal das Gericht in den Kommentaren, was ihr momentan am liebsten kocht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!